Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. In diesem Video möchte ich dir ja 8 Tipps an die Hand geben, beziehungsweise 8 kleine Regeln, ja, die du beachten solltest, wenn du ja über soziale Netzwerke dein Business aufbaust und da ganz speziell, wenn du ja die Menschen direkt angehst. Also ich klammer den Bereich ja, Ads, Werbung, Werbeanzeigen hier bewusst aus. Der Grund ist oft der, dass ja, wenn man im Network Marketing startet, ja, oder wenn die Namensliste abgearbeitet ist, dass viele Networker so das Problem haben, ja, neue Kontakte zu machen, neue Kontakte zu generieren. Vielleicht zieht man auch in einen anderen Ort, wo man sich sein Netzwerk erst nochmal neu erarbeiten muss. Und all diese Probleme oder diese Problemchen, ja, die gibt es dank Social Media heute nicht mehr, weil du kannst heute, wenn du ja das Spiel Social Media beherrschst, kannst du ja täglich neue Kontakte ja, oder dein Netzwerk tagtäglich vergrößern. Und es gibt dort draußen Millionen Menschen, ja, die du ja, mit denen du ja, dich vernetzen und interagieren kannst. Aber so viel vorab. Wie gesagt, jetzt soll es darum gehen, dir 8 Tipps an die Hand zu geben, wie du eben direkt auf diese Menschen zugehen kannst. Zunächst mal muss man zwei große Bausteine voneinander trennen. Das eine ist, das nenne ich den Baustein Marketing einfach allgemein. Da gehören die Dinge dazu, die zum Beispiel Facebook Ads, die ganzen Werbeanzeigen, die fast jedes soziale Netzwerk dir bietet. Dort gehört dazu das Erstellen von Content für dein Netzwerk, für deine Zielgruppe. Ja, zum Beispiel bei Facebook dann auch die Facebook-Videos, ja, Facebook Live, also diese Dinge, die dazu dienen, ja, dein Marketing zu machen, dass du eine größere Reichweite generierst, dass du ja, einfach bekannter wirst, sodass halt Menschen auch auf dich zukommen. Ja? Das ist der eine Baustein, das ist aber eher ein passiver Baustein. Du musst zwar das Ganze auch aktiv betreiben, aber dort werden dann halt die Menschen ja auf dich zukommen. Das kann aber allerdings auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und dann gibt es eben noch den aktiven Part, ja. Das ist, ja, ich nenne es immer so die digitale Kontakt, Direktansprache, ja. Also was du im Offline-Leben machst, indem du ja auf fremde Menschen zugehst, dich mit ihnen austauscht und dann zum Beispiel die Visitenkarte bekommst oder was auch immer, das kannst du auch online über soziale Netzwerke machen, ja. Und das ist eher der aktive Weg, weil dort weil hier du aktiv eben auf die Menschen zugehst. Und da gibt es eben ein paar Dinge zu beachten und darum geht es jetzt. Der erste Punkt ist, du solltest niemals, oder die Regel Nummer 1 ist, du solltest niemals mit der Tür ins Haus fallen. Also erlebt es leider viel zu oft noch, ja, dass in irgendwelchen Gruppen, da werden einfach Links reingesetzt, ja, zur Webseite des MLM-Unternehmens oder mich schreibt jemand an und ich sehe schon direkt in der ersten Mail, ich habe mit der Person noch keine zwei, drei Sätze geschrieben, ist schon ein Link zum Business und das musst du unbedingt und Milliardenmarkt und bla 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 bla. Und alles recht schön gut, kann man machen, funktioniert nur nicht. Ja? Das Ganze ist, ja, ich vergleiche es immer mit dem realen Leben. Ja? Internet ist auch vergleichbar mit dem realen Leben. Du würdest nie in den Supermarkt gehen und hier sagen, hier mein Business, hier mein Business, hier mein Business. Das wirst du nicht machen. Du wirst auch nicht zu jemandem nach Hause gehen und sagen, hier mein Business, hier mein Business. Oder auf eine Party und würdest sagen, hier mein Business, hier mein. Nein, du würdest mit den Menschen erstmal kommunizieren. Und wenn dann das Thema Business kommt, dann bist du natürlich präsent und kannst natürlich dann auch mit der Person drüber sprechen. Das ist der eine Punkt. Also nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber auf der anderen Seite solltest du das Ganze auch dieses ganze Warm-up oder wie man das auch immer nennen will, Smalltalk und so weiter, solltest du nicht unnötig in die Länge ziehen. Weil letzten Endes wird auch das wiederum unglaubwürdig sein, weil die Menschen ja im Prinzip dann auch wissen, ja, wenn du sie anschreibst, dass du ja irgendwas ja von ihnen willst. Was es genau ist, wissen sie ja noch nicht, aber du würdest dich ja nicht mit einem anderen Menschen vernetzen, wenn da nicht ein Hintergrund wäre. Ja, egal wie klein der auch sein mag. Und deswegen solltest du einfach schauen, dass du dann auch relativ zeitnah ja, auf das ganze Thema zu sprechen kommst, dass du einfach sagst, du, die eigentliche Kontaktaufnahme war aus einem geschäftlichen Grund und ja, vielleicht könnte dies für dich interessant sein. Ja, also ich kürze das jetzt einfach ein bisschen ab.
Wie findest du jetzt aber solche Menschen, dass du sie überhaupt anschreiben kannst? Das ist dann auch noch so ein Thema. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Facebook, aber das Beispiel, das ist auch stellvertretend für andere soziale Netzwerke. Du kannst hergehen und einfach sagen, okay, ich suche mir jetzt einfach mal die Gruppen, wo meine Zielgruppe drin ist. Ja, es gibt ja Gruppen, Fanseiten, ja, und da kannst du einfach mal gucken, wo sind die Menschen unterwegs, die du gut findest, ja, die in dein Unternehmen passen würden. Und dann schau einfach mal, was die kommentieren in diesen Gruppen, was die posten, ja, also wie die sich halt verhalten. Und wenn du jetzt zum Beispiel dort jemanden siehst, der fällt durch gute Kommentare auf, dann vernetz dich mit der Person und sag, hey du, ich habe deinen Kommentar gelesen, in dem Kommentar ging es um das und das, finde die Meinung ganz toll, ja, war ein super Kommentar, lass uns doch mal vernetzen. Und dann bist du da drin, ja, und dann kannst du Smalltalk machen und dann eben Punkt 1 und Punkt 2 beachten. So, und dann der dritte Punkt, also Regel Nummer 3 ist, nie unaufgefordert, ja, irgendeinen Link versenden, ja, oder sagen, hier, schau dir das mal an, sondern leite das Gespräch dahingehend, dass es auf das Thema Business kommt, ja, kannst du machen, indem du fragst, was machst du beruflich und so weiter, und dann wird irgendwann die Person auch fragen, was machst du beruflich, und dann kannst du darüber sprechen. Ja, aber auch ich mache es dann hier so, dass ich da nicht mit der Tür ins Haus falle, sondern ich immer einfach nur schreibe, du, bin für ein großes Unternehmen tätig, ja, und suche noch Leute, die sich etwas dazu verdienen wollen. Macht es dann überhaupt Sinn, dass wir uns darüber mal unterhalten? Und wenn die Person das bejaht, sage ich halt immer so sinngemäß, dass ich ja, sehr beschäftigt bin, wenig Zeit habe und ja, dass ich ihr eben Informationen zukommen lasse. Ja? Und dann gibt mir die Person in der Regel ihre E-Mail-Adresse oder wie auch immer, oder ich versende dann den Link. Also nie einfach hergehen, ungefragt einen Link dort reinknallen in die Kommunikation. Das macht keinen Sinn. Ja? Regel Nummer 4, sei nicht enttäuscht, wenn die Menschen sich nicht mit dir vernetzen zu Beginn, wenn sie nicht bei dir gleich einsteigen, wenn, ja, mach einfach weiter. Mach dir einfach immer bewusst, Social Media ist wie ein großes Becken, was nie leer wird. Ja? Tagtäglich kommen neue Menschen hinzu. Du kannst Tausende, Zehntausende von Menschen in deinem Netzwerk aufbauen. Ja? Du wirst nie in die Situation kommen, dass dir die Kontakte ausgehen. Und dessen musst du dir bewusst sein, und dann entspannt es auch natürlich deine Kommunikation mit anderen, weil du dann ja, nicht mehr diesen Druck hast, wenn du, ich mach dir ein Beispiel, wenn du deine Namensliste nimmst, ja, und da sind 100 Namen drauf, dann hast du die Problematik, dass du genau, wenn du jetzt telefonierst, ja, oder mit den Menschen sprichst, dann und hakst dann ab. Dann siehst du, wie diese Liste kleiner wird, wenn dort keine neuen Menschen draufkommen. Kann dir bei Social Media nicht passieren. Du weißt, wenn die Person jetzt Nein sagt, ja, aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du zum nächsten übergehen. Ja, also das Fass wird nie leer. Ja, dann solltest du Regel Nummer 5, auch eine ganz, ganz wichtige Regel, ja, nenne nicht die Company, ja, oder die Produkte, ja, weil das Problem, was da immer passiert, ist, die Menschen, die kommen dann in so eine Research-Falle, ja. Das heißt, die gehen ins Internet, ja, tippen die Produkte ein, tippen in die Google-Suche den Namen des Unternehmens ein, und dann wird immer, kann immer passieren, egal wie gut dein Unternehmen ist, es kann immer passieren, dass es irgendwo auf diesem Planeten einen Menschen gibt, der eine Webseite betreibt, der hat vielleicht schlechte Erfahrungen mit dem Business gemacht, der hat schlechte Erfahrungen mit seiner Upline gemacht, der hat schlechte Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht, spielt gar keine Rolle. Und das teilt er mit, ja? So, und dann kann es natürlich passieren, dass genau dieser Artikel gefunden wird, und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ja, geringer geworden, dass die Person bei dir einsteigt. Das Ziel muss einfach sein, dass die Person, dass du es schaffst, dass die Person sich deine Geschäftspräsentation oder die deines Unternehmens einmal von vorne bis hinten komplett anschaut, damit sie sich ihre eigene Meinung bildet. Ja? Und das schaffst du eben nicht, wenn du der Person sagst, das ist das Unternehmen, die Produkte, ja, und dann, wie gesagt, kommt die Research-Falle. Ja? Kann auch gut gehen, ja, in den meisten Fällen, oder oft passiert es halt, dass die Menschen dann aus irgendwelchen Gründen kein Interesse haben, weil sie vielleicht was Negatives gelesen haben. Und Negativität, sage ich auch immer dazu, muss man keine Angst vor haben, weil es gibt kein Unternehmen der Welt, wo nicht schon mal irgendwas schiefgegangen ist. Das hat doch aber nichts damit zu tun, ob das Unternehmen gut oder schlecht ist, sondern vielmehr ist die Frage, wie das Unternehmen dann mit einem Fehler umgegangen ist. Ja? So, und das war Nummer 5. Dann Nummer 6,
Achte auf dein Profil, ja. Also wenn du über soziale Netzwerke im Prinzip dein Business betreiben willst, dann solltest du auch darauf achten, dass dein Profil dementsprechend ist. Das heißt nicht, dass dort immer, das sollten nicht so viel geschäftliche Dinge drauf sein, gerade jetzt wenn du das private Profil von Facebook nimmst, sondern das sollten die Menschen einfach einen Eindruck von dir bekommen, ja. Und sorg dafür, dass ein tolles Profilbild drin ist, ja, dass das Ganze eben halt einfach ja, ansprechend aussieht, ja. Und ich finde es auch immer dann immer so ein bisschen, ist so eine Gratwanderung, ja, wenn dann einfach immer nur auf dem ganzen Profil nur Spiele drauf sind oder ja, achte da einfach drauf, dass du da mit dem Hintergedanken rangehst, dass du über das soziale Netzwerk ja auch bist, du willst es zwar privat nutzen, aber auch dann dein Business voranbringen und das sollte dein Profil dann halt auch widerspiegeln. Ja? Regel Nummer 7, hab realistische Erwartungen. Geh nicht davon aus, dass wenn du jetzt 10 Leute ansprichst, dass 10 Leute sofort Hurra schreien, ja, und bei dir einsteigen, sondern beachte deine Zahlen, ja. Fang einfach an, lass dich nicht entmutigen, auch wenn es länger dauert. Sehe das Ganze so ein bisschen als Prozess. Geh her und schreib dir genau auf, wie viele Kontakte hast du gemacht, wie viele Menschen hast du angeschrieben, wie viele davon haben sich vernetzt, ja, wie viele davon hast du als Interessenten gewinnen können, wie viele davon haben sich eine Business-Präsentation angesehen und wie viele hast du dann letzten Endes gesponsert, ja? So, und dann hast du deine Zahlen, die du brauchst. Und dann weißt du genau, wenn du täglich 20 Menschen anschreibst, ja, dann weißt du, kommt ein Vertriebspartner raus, ja? Ich gehe jetzt da bewusst nicht auf die Quote ein, weil die kann bei jedem unterschiedlich sein. Mach dir aber bewusst, dass Network Marketing ist ein Quotenbusiness. Und wenn du deine Quote kennst, dann kannst du dich an diesen Zahlen orientieren. Und egal wie deine Quote ist, ja, die kann ja bei jedem unterschiedlich sein. Dann kannst du daran arbeiten und kannst sagen, jetzt will ich meine Quote verbessern. Kannst du schauen, wo kannst du ansetzen, wo steigen dann die meisten Leute in diesem Prozess halt aus und kannst dann dort drauf eingehen, ja, und kannst dich in dem Punkt dann verbessern. Also denk da immer dran, Quote, sehe es als Business, nehme Nein nicht persönlich, ja, und hab da ja, einfach realistische Erwartungen an die Sache, ja. Wichtig ist für dich einfach immer, dass du dran bleibst, ja, dass du mutig weiter deinen Weg gehst und wenn du diese Quote einmal hast, ja, dass die aussagekräftig ist und dran arbeitest, diese immer zu verbessern, wirst du sehr viel Spaß damit haben, ja. Okay, dann haben wir, das war Punkt 7, dann haben wir noch Punkt 8 und da nur ein kleiner Tipp, wenn du jetzt versuchst, Menschen aus der Branche zu rekrutieren. Grundsätzlich empfehle ich das nicht, ja, weil ich keinen Sinn darin sehe, ja, Menschen ja, aus einem anderen Unternehmen wegzuholen, außer, das ist die Ausnahme, sie sind aus irgendwelchen Gründen dort unzufrieden. Ja? So, und deswegen sage ich nicht, du sollst nicht mit Menschen aus der Branche sprechen oder so, ja, das überhaupt nicht, aber wenn du merkst, ja, dass die Person in ihrem Unternehmen glücklich und zufrieden ist, ja, dann verabschiede dich höflich. Sag ihr, lass uns in Kontakt bleiben, ja, alles legitim, alles gut, lass uns mal ab und zu mal austauschen, wenn du das wirklich willst, ja. Aber versuch nicht, die Person mit händeringend irgendwie abzuwerben oder ja, das Unternehmen, wo die Person ist, schlecht zu machen. Das wirft einfach nur ein schlechtes Bild auf dich selbst, ja. Auch ich erlebe das regelmäßig, dass man mir dann sagt, wie toll das Unternehmen ist und wie schlecht andere sind und. Glaub mir, es hat noch nie funktioniert. Zumindest nicht bei mir und bei den Menschen, die ich kenne, funktioniert das auch nicht, weil das wirft immer ein schlechtes Bild dann auch auf dich. Glaub mir, da draußen gibt es genug Menschen, die weder mit Network Marketing noch mit irgendeinem Unternehmen Erfahrung gemacht haben. Ja, der Markt ist gigantisch, ja, und da solltest du einfach ansetzen. Ja, such Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest, wo du das Gefühl hast, mit denen könnte ich auch gemeinsam einfach mal ohne Business einen Kaffee trinken. Ja, und such dir Menschen, die geschäftsorientiert sind, die ein Business nach vorne bringen wollen. Ja, und wenn du dich auf diese Menschen konzentrierst, dann wirst du es ja auch finden. Okay, ich hoffe, die Tipps waren jetzt soweit hilfreich. Wenn du noch Fragen hast, einfach Kommentarfunktion. Ich freue mich immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, ja, wenn ihr zufrieden wart mit dem Video, das motiviert mich dann auch immer wieder weiterzumachen, neuen Content zu liefern. In diesem Sinne, weitere Tipps findet ihr auf www.oliverschirmer.de und ja, ich wünsche euch einen fantastischen Tag, alles Gute, bis dahin, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.